andersrum raus, entweder da oder da auf dem Weg. Und ich musste das nicht abhalten. Schock,
mit Verletzungen. Das ist so das Gros der Verletzungen, die wir haben. Ja, die Feuerwehr Köln wurde gegen kurz nach 20 Uhr über einen Unfall zwischen zwei Straßenbahnen verständigt. Es wurden unmittelbar eine Vielzahl von Einsatzkräften zur Einsatzstelle entsandt. Diese konnten das Meldebild vor Ort bestätigen. Hier waren zwei Doppelzüge der Kölner Verkehrsbetriebe stadteinwärts fahrend zusammengestoßen. Ja, die ersteintreffenden Kräfte konnten eine Vielzahl verletzter Personen außerhalb der Bahn sowie in der Bahn feststellen. Glücklicherweise war zu keinem Zeitpunkt eine Person eingeklemmt oder eingeschlossen durch das Unfallereignis. Das heißt, sämtliche Einsatzkräfte konnten umgehend mit der medizinischen Erstversorgung der Patientin bei freiem Zugang beginnen. Es macht den Eindruck, dass zwei Bahnen aufeinander aufgefahren sind. Die vordere der beiden Bahnen ist im hinteren Bereich entgleist. Das heißt, das hintere Fahrwerk steht neben den Gleisen. Die Bahn war aber zu keinem Zeitpunkt umsturzgefährdet oder ähnlich, sondern war durchweg stabil über die Einsatzdauer. Ja, jetzt nahezu nach Abschluss des Einsatzes können wir von insgesamt 40 verletzten Personen berichten. 16 von diesen 40 verletzten Personen gelten als mittelschwer verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Eine Person gilt als schwer verletzt, alle weiteren als leicht verletzt. Ja, in der Hochphase des Einsatzes war die Feuerwehr Köln mit gut 80 Einsatzkräften und knapp über 30 Fahrzeugen vor Ort. Gegen 20 Uhr haben wir Notrufe erhalten, dass hier in der Kölner Innenstadt eine Kölner Verkehrsbetriebsbahn auf eine stehende KVB-Bahn aufgefahren ist. Daraufhin haben wir natürlich sofort Kräfte entsandt. Zeitgleich ist natürlich auch die Feuerwehr alarmiert worden, die dann mit entsprechend vielen Kräften hier zum Einsatzort gefahren ist. Die Kollegen, die hier eingetroffen sind, haben dann die umliegenden Straßen gesperrt, sodass kein weiterer Verkehr hier einfließen konnte und die Rettungskräfte ungehindert arbeiten konnten. Im Zuge dessen haben wir natürlich auch sofort die Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache herauszufinden. Bei ersten Zeugenbefragungen haben wir dann den Verdacht bekommen, dass der KVB-Führer, der in der zweiten Bahn war, eventuell unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Im Zuge dessen haben wir hier vor Ort einen vorläufigen Atemalkoholtest mit dem KVB-Führer durchgeführt, der auch ein positives Ergebnis geliefert hat. Der KVB-Führer wurde aufgrund des positiven Atemalkoholergebnisses zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hat.